Servus und willkommen bei Wetter Action. Ich bin Sturmjäger Tobias. Ich befinde mich heute in Italien und hier geht es schon sehr früh los. Wir haben gerade mal 20 vor 9. Es ist schon drückend schwül, hohe Taupunkte, über uns liegt überall Dunst. Und jetzt ziehen aus den Alpen, so aus der Region Gardasee, gerade schon die erste heftige Gewitterzelle auf uns zu. Eventuell macht ihr gleich richtig Party und ansonsten geht es nachher entweder Richtung Steiermark oder Richtung Venedig und auf jeden Fall erwischen wir was richtig Geiles. Anders als gedacht geht es nach Treviso. Hier entwickelt sich vor uns eine kräftige Multizelle. Schnell organisiert sich das System sehr gut und fängt an, nach Westen hin auszuscheren. Am Himmel steht eine weiträumige und gebirgige Aufwindbasis. Das Chasing hat begonnen, das hier wird unsere Zelle. Wir fahren Richtung Oderzo. Am Himmel sind nach wie vor beeindruckende Formationen zu sehen. Wegen dem zersiedelnden Gelände versuchen wir gar nicht erst zu halten. Hinter Oderzo werden viele Freiflächen kommen, wo wir leicht einen Standort finden. Wir kommen aus dem Staunen kaum noch raus. Hier meine Lieblingsszene, wehende Italienfahnen vor einer prächtigen italienischen Gewitterfront. Zeit für einen Halt. Die Zelle verliert die gute Organisation, die sie noch nach ihrer Geburt hatte und verklastert. Das tat aber den optischen Leckerbissen an neuen Aufwinden keinen Abbruch, wie diese kleinen eingearbeiteten Wellen über uns. Auch die ganze Gewitterfront gleicht einer riesigen Welle, die über den Himmel läuft. Das ist mal ein Kreis, ja, dreispurig, ne? Welchen waren wir jetzt? Nächster Halt, wir lassen eine neue dynamische Entwicklung leicht nördlich vorbeiziehen. Die flotte Böenfront macht schon klar, dass ordentlich Luftbewegung im Umfeld des Gewitters ist. Guck dir mal, wie tief die Basis hängt. Oh, ganz schön Dynamik drin hier. Aber richtig. Oh yeah, mal Wind. Die Bewegung der Luft spüren wir, als wir wieder vor das Gewitter kommen wollen, in Form von schweren Sturmböen, die über uns hinwegfegen. Nördlich von Porto Guaro machen wir den nächsten Halt. Die Gewitterfront hat wieder die Mächtigkeit wie kurz nach ihrer Entstehung angenommen. Wir sind sicher, jetzt wird ein Monster daraus. Also drauf auf die Autostrada 4 Richtung Triest. Die Front schien jetzt richtig massiv zu werden. Da hingen fette Schwergewitterformationen hinter uns. Wir müssen uns nur noch einen schönen Standort suchen. Südlich von Palma Nova stellen wir uns auf ein Feld. Zu unserem Bedauern fängt das Gewitter gerade an, sich abzuschwächen. Doch mit dem Zeitraffer, den ich an diesem Standort mache, ist mir schön gelungen, die Wellendynamik des Gewitters auf die Speicherkarte zu bannen. Danach lassen wir die Gewitterfront nach Osten abziehen, wo sie extrem blitzaktiv bis nach Ungarn und der Slowakei weiterrumpelt. Weiter geht es, 9 Quellungen bei Triest entgegen. Doch Batterielicht geht an, Servolenko fällt aus und der Grund war leider schnell gefunden. Unten hängt jetzt unser Keilriemen. Wir haben so geruht, haben so tolle Formationen gesehen. Jetzt wollten wir sogar noch in Kroatien eine schöne Superzelle abfangen. Ja, und jetzt warten wir hier im letzten Zipfel von Italien auf den Abschleppwagen. Ich stehe hier bei Bremen, wo ein warmer Südostwind einer Linie entgegenweht, die von Westen her aus Holland her hier reinzieht. Und diese Konstellation kann nachher für langlebige Superzellen mit sogar langlebigen Tornados sorgen. Also es steht uns hoffentlich heute ein richtiger Showdown ins Haus. Also chase on! Direkt an der Südkante der Gewitterlinie lagert sich mit Ansage eine Superzelle ein, die wir bei Seven sofort ansteuern. Scheiß Bäume, ey. Die Alleegeilheit um Hamburg sollte uns noch das Leben schwer machen. Die Superzelle hat mit Nachbarentwicklungen zu kämpfen. Doch sie kann sich gut behaupten und zeigt uns hinter Hamburg, wer der Boss am Himmel ist. Jetzt geht die wilde Jagd erst richtig los.
Die Optik wird immer massiver. Die gebirgigen Formationen an der Wolkenbasis und der kumulusartigen Böenfront zeigen an, an was für einem Viech wir hier gerade dran sind. Eine wichtige Straße ist gesperrt. Nach der Umleitung finden wir uns im RFD-Bereich der Superzelle wieder. Heftige Sturmböen fegen über die Landschaft. Hoffentlich haut es keinen Baum vor uns um, der unsere Weiterfahrt blockiert. Regenschwaden rasen quer über die Straße. Allee, Allee, dahinter geht es weiter mit einer Allee und weiter geht es mit einer Allee. Die Jungs von den Unwetterjägern fahren vor uns. Am Himmel zeigt sich der Bärenkäfig. Das ist das halb im Niederschlag hängende ovale Zentrum einer klassischen Superzelle. Das Gewitter will uns abschütteln und lässt Staubstürme über die Straße fegen. Als das nichts hilft, schmeißt es uns ein paar große Äste in den Weg. Doch wir meistern die heiklen Stellen und kämpfen uns weiter am Boss vorbei. Hinter uns liegen die stärksten RFD-Böen. Auf der günstig verlaufenden B5 können wir uns ohne Probleme wieder vor die Superzelle setzen. Immer wieder verändert der Hauptaufwindbereich sein Aussehen und bleibt aber immer noch sehr giftig. Auf einmal wandert vor uns ein kleiner Gasnedo übers Feld. Ein Gasnedo ist ein Wirbel am Boden, ohne Kontakt zur Gewitterzelle, sonst wäre es ein Tornado. Links im Bild an der Wolkenbasis sind kleine spitze Trichter zu sehen. Die Superzelle ist jetzt kurz davor, einen Tornado zu produzieren. Doch zu starker Outflow verhindert ein weiteres vertikales Ansaugen der Luft unter ihrer Basis und unterbindet so die Tornadoproduktion. Das sieht man schön auf dem nächsten Zeitraffer, den ich bei Ludwig Lust mache. Die Zelle saugt jetzt nur noch über der Böenfront Luft an. Das Zentrum füllt ein dichter Niederschlagskern aus. Zu diesem Zeitpunkt kommt der heftigste Hagelschlag aus dem System. Auf den trockenen Feldern wird schon wieder Staub aufgewirbelt. Wir suchen uns nochmal einen letzten Standort, um letzte Aufnahmen von der abziehenden Superzelle zu machen. Die Lichtstimmung dort ist irgendwie besonders toll. Florian hält mit Serienaufnahmen drauf. Wir haben den Boss super abgelichtet. Level geschafft. Kurz nach Südosten verlagert und schon kommt uns bei Karstädt der nächste rotierende Aufwind entgegen. Die dunkle Wolkenstimmung, einzelne Wolkenfetzen, immer wieder Blitze und der näher kommende Niederschlagskern zaubern wieder eine herrliche Endzeitstimmung. Der Niederschlagskern schaut nach einem Monstrum Hagelsturm aus. Noch schnell ein paar Aufnahmen machen und dann schnell unter eine Tankstelle, wo wir den fetten Hagel filmen wollen. Komm, Hagel! Go, go, go! Wir erwarten, dass gleich erste Brocken runterknallen. Doch da kam nix und da war nix. Nur viel Regen und Wind.
Die Karre machen wir gleich an der Tankstelle voll, weil beim Blick auf das Niederschlagsradar ist noch mit einigen Gewittern in der einsetzenden Nacht zu rechnen. Und wer weiß, wann hier in der tiefsten brandenburgischen Provinz die nächste Tanke kommt. Jetzt wird geschossen. Über dem Truppenübungsplatz Klöven. Das Gewitter hat eine fette Firepower mit großkalibrigen Blitzen und enormer Feuerrate. Schwall Regen kommt aus dem Gewitter. Dahinter wandern noch ein paar blendende Crawler über den Nachthimmel. Eine lange Tour geht zu Ende, mittlerweile ist die Sonne aufgegangen. Das mit dem starken Tornado hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Tag und Servus.